Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. Heute geht es um das Album Apocrypha von Marta Sebastian. Dieses Album ist weit mehr als nur eine Sammlung volkstümlicher Lieder. Die Kompositionen haben eine moderne, bestechende Atmosphäre. Die Musik wabert und rinnt wie ein verschlungener Bergbach. Da sind zuerst die unaufdringlichen Percussions, die mehr unterschwellig einen sanft brodelnden Puls der Lieder darstellen. Eine weitere Besonderheit ist der sagenhafte Einsatz von Flöteninstrumenten durch Károly Cerebres. Teilweise sind diese Flötenspuren stark verfremdet und durch allerlei Soundfilter geschickt, was eine seltsame Ambient-Atmosphäre erschafft. Die Musikstücke haben alle ihre Wurzeln in der ungarischen oder balkanischen Volksmusik, doch es sind stark adaptierte Arrangements. Wenn das hier ein Folk-Album ist, so ist es ein extrem futuristisches Folk-Album, denn das dominante Instrument ist hier der Synthesizer. Der elektronische Sound hat hier etwas Treibendes und Dramatisches und stellt einen sehr gelungenen Unterbau für das zentrale Thema dieses Albums, und das ist Marta Sebastians Gesang. Eine tolle Stimme, die unaufgeregt und gleichzeitig hypnotisch anmutet. Hier ist eine Vokalistin, die jeden Takt faszinierend ist. Und gerade heute, in einer Zeit, in der populäre Musik nur noch aus psychotischem Gejammer und aufmerksamkeitssüchtigem Gekreische besteht, ist eine solche LP ein herrlicher Fels in der Brandung. Einige Tracks haben auch einen Gastauftritt des bereits in einer anderen Episode dieser Reihe besprochenen Laszlo Hortobágyi, der einige Klangschalen und Glockeninstrumente beigesteuert hatte. Insbesondere bei dem Stück Nemen Szívem, wo sein Glockenspiel das Lied dominiert. Mein Lieblingstrack, vielleicht Zugados as Erdo, aber auch das Eponym Apokryph, dessen Sufi-artige Flöten großartig klingen. Dieser Sound schwebt wie eine Wolke über einer Sommerlandschaft. Und das vorletzte Stück, Sherelem, Sherelem, folgt demselben Motiv und setzt diese akustische Hypnose fort. Dieses Album ist also absolut empfehlenswert. Ich gebe hier 4,5 Sterne für ein außerordentliches Meisterwerk. Das war Apocrypha von Marta Sebastian aus dem Jahr 1992.